Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gestehe Ihnen freimütig, dass ich mir keine Talkshows ansehe. Das hat mit meiner Erziehung zu tun. Es ist mir einfach ungeheuer peinlich mit anzusehen, wenn unter mitleidiger Mithilfe eines Moderators am Ende dieses Psychostriptease oft nur noch prothesenklappernde Persönlichkeitsskelette vom Gruselwert einer Oktoberfestgeisterbahn aus dem Jahre 1962 zum Vorschein kommen. Irgendetwas muss schrecklich schiefgelaufen sein in eine dieser Runden in der letzten Woche, denn sonst hätte nicht der nach dem Sachsen Michael Kretschmer wohl renommierteste Impfexperte, nämlich Walter Borjans, im Hauptberuf SPD-Vorsitzender, vehement die 30 Millionen Ungeimpften in Schutz nehmen müssen. Was war vorgefallen? Ein Herr, der seit Monaten durch die Talkshows der Republik tingelt, hatte dem Vernehmen nach die 30 Millionen Ungeimpften der Tyrannei über die 60 Millionen Geimpften bezichtigt. Und dieser Herr ist nicht irgendjemand, der Herr ist Präsident. Doch das ist nicht der Grund, warum ich am Abend und am Morgen den Allmächtigen anflehe, mich nicht ob der bloßen Nennung dieses Namens mit dem Strahl seines göttlichen Zorns in den Staub zu werfen, Ulrich Montgomery, so der Name des Erlauchten, nicht nur ein Herr, nein, ein Präsident von Welt, ein Weltärztepräsident. Nächtelang habe ich recherchiert, habe die heiligen Schriften bemüht, die Bücher des Nostradamus studiert, ob es ein menschliches Wesen gäbe, welches der Gnade teilhaftig wäre, seinen Herrschaftsbereich nicht nur über die ganze Erde, sondern unser gesamtes Sonnensystem bis in den Bereich des Asteroidengürtels und vielleicht noch über die uns nächstgelegene Galaxie, über die Welt eben sein eigen zu nennen. Was ich gefunden habe, waren mehr oder weniger unbedeutende Staatsmänner, Könige, Kaiser, die lächerliche Bruchteile unseres mittelgroßen Planeten regieren, Funktionäre, die lockeren Staatenbünden präsidieren oder Religionsführer mit überregionaler Bedeutung. Weit und breit nicht einmal ein kümmerlicher Erdenpräsident. Wer hätte dem Hamburger Röntgenarzt und Gewerkschaftsfunktionär Ulrich Montgomery je eine solche weltumspannende Karriere vorhergesagt? Ulrich Montgomery war kein schlechter Gewerkschafter. Genau gesehen war der Mann ein begnadeter und beinharter Streikführer. Seinen Ärztestreiks des Jahres 2006 haben es die angestellten Ärzte Deutschlands immerhin zu verdanken, endlich unter angemessener Bezahlung und zumutbaren Bedingungen arbeiten zu können. Dass viele Patienten, soweit überhaupt verlegbar, aus den wochenlang bestreikten Kliniken durchs Land gekarrt werden mussten, hat Montgomery allerdings weit weniger berührt als das Schicksal der heutigen Ungeimpften. Und da nichts so erfolgreich ist wie der Erfolg, fielen die nächsten Traumschlösser deutscher Medizinfunktionäre wie morsche Pfahlbauten im Bodensee. Gewerkschaftsboss, Ehrengewerkschaftsboss, Vizepräsident, Präsident, Ehrenpräsident, Bankaufsichtsratsvorsitzender, abgerundet mit ein wenig europäischen Ausschusspräsident, verfeinert mit einer Prise Hamburg-Professor. An welchen kleinlichen Einwänden lokaler Konkurrenten die an sich logisch erscheinende Präsidentschaft zunächst über die restlichen vier Erdteile scheiterte, ist nichts bekannt. Aber Gott sei es gedankt, es gibt immer einen Ausweg, selbst aus den existenziellsten Menschheitskrisen. Der Weltärztebund, von dem zugegebenermaßen die meisten Ärzte, geschweige denn Patienten, noch nie etwas gehört haben mögen, hatte einen Präsidentenposten zu vergeben, den des Weltärztepräsidenten. Die Erde ist eben nicht genug. Und da sitzt er nun, der einstmalige Hamburger Röntgenarzt, umgeben von den Sphärenklängen
erzengelgleicher, von Wolke zu Wolke schwebender Harfenisten, Gazettenjournalisten und Talkmastern. Um im Augenblick höchster Not sich per Transsubstantiation in ein Wesen aus Fleisch und Blut zurückverwandelt, deutsche Talkshows zu beglücken und um das, was auf der Erde so ignorant und so unbekümmert kreucht und fleucht, in Schafe und Böcke, Gerechte wie Ungerechte, in Querdenker und Impfapostel, in ungeimpfte Tyrannen und folgsame Versuchskaninchen zu teilen. Diejenigen, die sich unlängst so unbesonnen seiner weltumspannenden Weisheit entgegenzustellen wagten wie Walter Borjans, mögen bedenken, es gibt vielleicht ein Leben nach dem Tode, folglich auch einen Ort jenseits dieses Universums mit einem neuen Verein, einem neuen Präsidentenposten. Was, wenn uns Monty, wie ihn seine Gewerkschaftsfreunde liebevoll nennen, auf dem Weg zu neuen Ämtern dann den Rücken kehrt? Ja, dann müssten hinfort nicht nur der hamburgische Senat, sondern wir alle für den Rest unserer kümmerlichen Tage auf seinen göttlichen Ratschluss verzichten. Halleluja und auf Wiedersehen.